Das Wetter ist schön und die Temperaturen angenehm. Schnell ist mein Rucksack gepackt. Nur mit einer Liegedecke und einer Thermoskanne. Die ist gefüllt mit Eistee mit Vanillegeschmack mit Wasser vermischt. Und dann nix wie raus. Mit einem herzlichen Servus lade ich euch zu meinem Spaziergang im Liechtensteinpark ein. Nach gut 25 Gehminuten erreiche ich in der Alsbachstraße die Parkanlage. Ein sattes Grün empfängt mich. Jetzt kann meine Erkundungstour beginnen. Ein liebevoll angelegtes und gepflegtes Areal erwartet mich. Ich entdecke viele schöne Details. Ein kleiner Teil ist Privateigentum und wird von einem prachtvollen Gebäude geziert. Auf einmal höre ich Wasser plätschern und folge dem Klang. Und da ist er schon. Ein kleiner angelegter Weiher mit einer Insel und einer Skulptur in der einen Hälfte. Ich werde von Enten, Tauben und Krähen begrüßt, die so absolut nicht scheu sind. Ein kurzes Innehalten und Genießen. Beim Weiterwandern vernehme ich erneut Wasser plätschern und steuere drauf zu. Mein Blick fällt auf eine kleine Wasserkaskade, die sich in der anderen Hälfte des Weihers befindet. Von Weitem blinzelt immer wieder ein anderer Prachtbaum mich an, der nun näher gekommen ist. Es ist das Gartenpalais, das mit seinen Hecken und Blumenrabatten einen wunderbaren Anblick bietet. Neugierig gehe ich links um die Ecke am Gebäude entlang und sehe von Weitem einen Gastgarten. Er gehört zu der Hofkellerei.
Mein Entdeckergeist treibt mich weiter und ich beschließe nicht einzukehren. Ich gelange auf einen Platz, der einen Eingang in der Lichtensteinstraße hat. Nach einem halben Rundgang finde ich einen Spielplatz für die Kleinen. Ich erinnere mich, ich war schon einmal da. Nicht nur in der Freizeit, auch Kindergärten und Schulklassen frequentieren ihn. Der kleine, aber feine Park beherbergt viele Nischen mit Liegeflächen und Bankerln an den Seiten. Das Gartenpalais lädt mit seinen langen Steinbänken zum Verweilen ein. Entdecken macht durstig. Ich finde unter einer großen Platane ein schönes Platzerl mit Ausblick auf den kleinen Weiher. Der Wind rauscht durch das Blattwerk der Bäume und kräuselt das Wasser zu kleinen Wellchen. Ich beobachte die Vogelwelt und die Menschen, die sie füttern. Plötzlich packt mich meine Dichterlust. Das ist dabei entstanden. Die Seele baumelt, der Geist befreit. Das Herz ist offen, Glückseligkeit. Die Vögel pfeifen Heiterkeit, das Wasser spiegelt Zärtlichkeit. Der Wind weht mit Leichtigkeit, die Flora strahlt mit Prächtigkeit. Die Rast erfüllt Entspanntheit, die Einkehr beschließt Zufriedenheit. Mein Spaziergang im Lichtensteinpark geht zur Neige und ich mache mich auf dem Heimweg. Alle Informationen zum Lichtensteinpark und dem Gartenpalais findet ihr verlinkt in der Videobeschreibung. Mit meinen Bildern und den kleinen Clips möchte ich zeigen, dass es sich lohnt, eine Runde durch den Park zu gehen. In diesem Sinne verabschiede und bedanke ich mich herzlichst fürs Reinschauen.